shut down the engines and load unload passengers on this platform. Switch your destination sign to Augsburg Hauptbahnhof and wait till green light signal light. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train Simulator 2018. Wir befinden uns auf der Strecke Hamburg. Sage ich schon, nee. Wir sind zwischen München und Augsburg. Mit der Baureihe 628 in einer Doppeltraktion fahren heute von Mehring nach Augsburg Hauptbahnhof. Wir sollen eben noch Augsburg Hauptbahnhof einstellen, aber gibt es nicht. Ist natürlich super. Zeigen Sie mal her. Da war Augsburg. Zack. Licht ein. Richtungsfinder nach vorne. PZB geht wohl nicht, glaube ich. Hat der Zug auch, glaube ich, scheinbar gar nicht. Also hat er schon, aber funktioniert nicht. Siefer aus, machen wir das hier an. Nee, ich warte mal. Das anders ausprobieren. Egal, ich glaube, wir haben jetzt gleich Fahrt. Wenn mal hier. Naja, wir können hier Licht anmachen. Ja, und jetzt nur noch warten, dass wir grün bekommen. Der Gegenzug ist ja schon eingerollt. Naja, mal gucken. Ich hatte eigentlich vorgehabt, ein Szenario mit der Baureihe 218 zu fahren, den gleichen Streckenabschnitt, bloß spawnt man halt ein bisschen weiter hinten, also nicht direkt im Bahnhof. Problem war nur, als ich hier losfahren wollte, ist mir das Spiel dreimal abgeraucht, da hatte ich keine Lust mehr, das nochmal zu benutzen. Also bin ich darauf, bin ich im Überlegen gewesen, was nehme ich denn, weil ich habe heute leider nicht so viel Zeit, eigentlich was zu nehmen, und dann stand hier 30 Minuten. Und dann gleiche Strecke, halt eben anderes Rollmaterial, aber ein eigentlich ganz schöner Zug. Ja. Wir können ja mal die Siefer doch anmachen. Also der hat... Warte mal. So, da bin ich wieder. Steuerung, Shift, Position 1, ah, PZB on. Sehr schön. Jetzt können wir auch mit PZB fahren. Ja, unser Gegenzug ist abgefahren. Aber also, wir dürfen noch nicht los. Hier sind die Weichen gestellt. Ich weiß nicht, warum. Ah. Wir dürfen fahren. Interessant. So, befreien dürfen wir uns. Ausfahrt mit 80 km/h. Sehr geehrte Fahrgäste, wir kommen an Bord dieser Regionalbahn nach Augsburg Hauptbahnhof. Unser nächster Halt ist Mehring-Sankt-Afra. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, wir fahren jetzt hier noch einmal eben rüber und dann, hoppala, schön mit 100 km/h nach Mehring-Sankt-Afra. So, es ist nachts, 1.30 Uhr, das ist auf jeden Fall... sehr gut, ne? Also nachts fahren ist ja auch an sich ganz schön mal. So,
bremse mal hier runter auf 80. Da hinten kommt ja auch schon Mehring. Nächster Halt, Mehring St. Afra, Aufstieg in Fahrtrichtung links. Ist ja okay. So, alle Leute, die jetzt hier ganz vorne sind und aussteigen wollen, die tun mir leid, weil dieser Bahnsteig echt lang ist, aber eigentlich sollen ja die Züge immer am Haarschild halten. So, fahren wir mal den Spiegel aus. Hier so ein Bild. Sind wir denn pünktlich? Ja, wir haben gar keinen Fahrplan. Das ist auch schön. So. Türen sind zu. Und dann der Spiegel ist noch nicht eingeklappt. Klappt er gleich ein? Jetzt ist er eingeklappt. So, wir dürfen jetzt 140 km/h fahren. So, schön nachts einmal hupen, damit auch alle wissen, wir sind unterwegs. So, Innenraum hat der Zug leider nicht. Ganz schön schade, aber ja, naja, ist halt nun mal eben so. Upsala. Nächste Station Kissing. Aufstieg in Fahrtrichtung links. So. Einmal runter auf 80. Oh, Vollmond. So, da kommt der Bahnhof. Wenn wir jetzt hier aufs Mittelgleis geschmissen, das kann natürlich sein. Dann ist der Ausstieg natürlich in Fahrtrichtung rechts. Sehr geehrte Fahrgäste, hier ist der Lokführer. Heute haben wir einen außerplanmäßigen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh. So. Gucken wir mal hier in den Spiegel rein. Also 100 Pro aufgeklappt ist der aber auch nicht, oder?
Naja. Sehr geehrte Fahrgäste, Mitfahrt nur mit gültigem Fahrschein. Bitte beachten Sie, ohne gültigen Fahrschein doppelter Fahrpreis mindestens 44 Euro. Okay. Naja. So, weiter geht's. Nächster Halt liegt auch schon in Augsburg. Spiegel eingeklappt. Ausfahrt mit 80. Mal eben hier die Nachbarn wecken. Oh, noch ein Kollege. Wahrscheinlich fahrt sie in München Hauptbahnhof. Ahnung, was der geschildert hat. Ich habe doch Leertaste gedrückt gehabt. Guten Tag, Kollege. Guten Morgen. Könnte man ja da schon fast sagen. Nur noch 4,5 Kilometer. So, bei 120 merkt man dann auch langsam, dass er nicht mehr schafft. Aber 120 sind ja auch ordentliche Geschwindigkeiten. Größte zulässige Geschwindigkeit 120 km/h. Also sind wir sogar ein bisschen zu schnell. Aber das ist jetzt hier eigentlich gar nicht mal so schlimm. Zumal man das gar nicht so richtig beeinflussen kann. Also wenn ich jetzt hier auf 85, okay, nee, da, wenn ich so zwischen 85 und 70 wechsle, dann beschleunigt er oder bremst er und hält es nicht. Und so wie es mir scheint, scheint das hier eigentlich auch so ein Kombihebel zu sein. Also, naja. So, wir dürfen gleich noch 100 fahren. Jetzt müssen wir mal runterbremsen. Eigentlich gar keine Information gesehen gehabt dazu, wie das hier angeknickt hatte. So, und dann kommt auch schon gleich Augsburg-Hochzoll, nächster Halt Augsburg-Hochzoll, Ausstieg in Fahrt Richtung links. Oh, die Brücke ist lila beleuchtet. Für dreiviertel zwei finde ich es auch ganz schön hell, muss ich dazu mal sagen. Also
Sind die Türen jetzt offen? Ja. Ganz vorne möchte keiner aussteigen. Im ersten Zugteil, im zweiten schon. Tut natürlich auch wieder... Natürlich auch wieder mies, wenn man da so... einmal um den kompletten Bahnhof zurücklatschen muss. Aber die Bahn hat halt keine anderen Haltetafeln eingebaut. Also kann man das nun nicht ändern. So, hier auch Augsburg hoch. Zoll. Ich weiß nicht, wohin die Strecke abzweigt. Das ist auf jeden Fall eine Dieselstrecke. Ja. So, wir dürfen schon weiter. Jetzt habe ich den Scheinwischer aktiviert. Auch cool, wenn man den so beginnt und zur Hälfte zurückgeht, dann schwebt der automatisch zurück. Ach Mist, ich schon wieder verklickt. So, wir dürfen mit 100 fahren, da kommt auch gleich die 120er. Strecke. Also wie so eine Dampflok kann man da nicht pfeifen. Also da braucht man bessere Tassenkombis für. So, nächster Halt Augsburg-Haunstädter Straße. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. So, das ist übrigens die letzte Haltestelle. Danach kommt Augsburg Hauptbahnhof. Und jetzt verbremse ich mich hier gerade ein bisschen, wa? Na gut, müssen wir halt hier anhalten. Ich habe außerdem die Notbremse gezückt. Oder eingelegt. Hier fährt nochmal ein ICE an uns vorbei. Oder? Da ist er. Der hat wohl hier kurz einen Stopp einlegen müssen. Weiß nicht warum. Vielleicht war noch rot. Ich weiß es nicht. So, Türen sind offen. Stellwerke Augsburg. Please stop on your destination Augsburg on platform section 1. Ach nee, A Gleis 1. This is the first section that you see on arrival. Okay. Das heißt also, wir sollen im vorderen Teil anhalten. Ausfahrt mit 40. Ich mache jetzt mal eben die HUD an, um zu gucken, ob das auch wirklich stimmt. Ja. Und jetzt fahren wir hier rechts rum.
So, ich darf mich mal befreien. Wir dürfen zwar nicht schneller als 40 fahren, aber Signal ist grün. Und jetzt dürfen wir auch nochmal 80 fahren. Oh, ich dachte gerade kurz, dass die Weiche aussah. Also ich fand, die Weiche sah gerade kurz aus, als ob sie nach rechts gestellt ist. Deswegen hatte ich gerade schnell angefangen zu bremsen. So, aber hier müssen wir jetzt auch, auch bremsen. So. Ja, weil es ein bisschen zu weit, aber ich denke mal, es ist verkraftbar. Warum jetzt hier allerdings auf dem Gleis der Fernbahn halten, weiß ich gar nicht mal so genau. Aber ja, ist ja auch egal. So, vorneweg, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ich weiß, also mein Upload-Plan ist ja so unregelmäßig, deswegen habe ich auch keinen richtigen Upload-Plan, weil ich einfach nicht sagen kann, ja, jetzt dann und dann kommt ein Video, weil manchmal fehlt mir halt irgendwie so gerade so die Lust auf den Train-Simulator oder auf OMSI, und andere Spiele wollte ich eigentlich jetzt nicht so unbedingt bringen, weil ich sehe, dass das so von den Aufrufen her nicht so gewollt ist. Ja, also verzeiht mir das, wenn jetzt mal länger jetzt kein Video kommt. Ja, hier, unzulässige Verwendung des Signalhorns. 5-mal. Nach jedem Halt einmal. Naja, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich und freue mich auch über eine positive Bewertung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.